Wen haben wir denn da, den defekten Detective? Ist er... Nein, es ist mehr eine Art von Angstpsychose. Eine ist gut. Mr. Monk leidet unter so vielen Phobien, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Weihnachtsmann, UFOs, Einkommenssteuerrückzahlung. Gut, niemand ist ja so richtig scharf auf Spinnen und hohe Leitern. Nicht runterkommen. Doch Mr. Monk hat weitaus ungewöhnlichere Phobien. Zum Beispiel eine sehr ausgeprägte Angst vor Schmutz und Bakterien. Das ist doch nur feuchte Erde. Ja? Nein, wo ist das Bad? Ich muss mich waschen. Versuchen Sie es oben. Dass er in diesem Zusammenhang auch Angst vor Kindern und Händeschütteln hat, versteht sich von selbst. Okay, kann vielleicht der ein oder andere noch nachvollziehen. Wie wär's dann damit? Monk hat eine geradezu paranoide Furcht vor Unordnung und Asymmetrie. Was ist dann passiert? Dieser Mann. Adrian. El Gordo. Aufhören. Streng genommen ist das eher eine Manie, aber wenn man einmal damit angefangen hat... In der Schale waren mehr und ich wollte für Gleichstand sorgen. Immer noch so normal? Keine Ahnung. Sagen Sie es mir. Mr. Monk hat natürlich auch ein paar Gewohnheiten und Phobien für echte Profis. Er duscht dreimal täglich mit dieser sternförmigen Duschdüse. Das ist die Düse. Und er braucht ein 5-Watt-Nachtlämpchen zum Schlafen. Bei höherer Wattzahl schläft er nicht. Und dunkle Kopfkissenbezüge. Sharona. Keine hellen, okay? Sharona. Gut, was? Sie ängstigen den Mann. Und wir sind noch nicht fertig. Monk hat außerdem Angst vor Staub, Bettdecken, dem Vorgang des Gebärens. Menschenmengen und Milch. Ey, ja mal drum, seit er hier reinspaziert ist. Es ist zu heiß, es ist zu kalt, ich hab Holzkohle in meinen Händen. Eine echte Herausforderung für seine Mitmenschen. Aber eben auch der Schlüssel zu Monks Genialität, mit der er beinahe jeden Fall löst. Ich, wissen Sie, irre mich nie. Unglaublich. Und jetzt raus hier. Vielleicht ist der ganze Phobienkram ja ansteckend. Wir sehen uns nächste Woche. Okay.